Was geht, Leute? Hier ist Banks. Heute reagieren wir auf Colliers Statement, auf die Vorwürfe der Zeitjournalisten. Collier hat sich hier zur Unterstützung den Rechtsanwalt und YouTuber André Miegel und den Bordellbetreiber und YouTuber Werner Frankfurt geholt. André Miegel, seine rechtlichen Fachkenntnisse und das Standing und die Realness von Werner Frankfurt sollen das Image von Collier anscheinend wieder in das rechte Licht drücken. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass Collier hier Mann ist und alleine vor die Kamera tritt und einfach sagt, was Sache ist, statt hier so ein Theater zu veranstalten. Ich muss aber sagen, dass die Dreierkonstellation das Ganze auch irgendwie wieder interessant macht. André Miegel ist ein Top-Strafverteidiger und YouTuber. Er macht sehr informative und lehrreiche Videos zu rechtlichen Themen, insbesondere natürlich dem Strafrecht. Und Werner Frankfurt muss man einfach mögen. So, ich feiere nicht, was er macht. Prostitution lehne ich in jeder Form ab. Das ist ein ekelhaftes Geschäft. Aber Werner muss man einfach mögen, allein wegen seiner Art und seinem hessischen Akzent. Der kommt da hier aus der Gegend, oder aus der Gegend besser gesagt. Bevor wir ins Video starten, ich habe noch ein Announcement. Ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, an den Masterplan von Collier, den er in Bayern gestartet hat mit dem Bauernhof. Für alle, die es vergessen haben, ich blende den hier nochmal ein. Collier hat wohl geplant, mit zwei Kollegen eine Cannabis-Plantage aufzubauen auf einem Bauernhof. Sie haben mit dem Bauern einen vermeintlichen Deal abgemacht, dass sie dort anbauen können, die Räume gemietet. Problem ist nur, der Bauer hat die hochgenommen, hat nur zum Schein den Deal angenommen und hat die Polizei informiert. Collier war in dem Trio wohl zuständig dafür, die Plantage aufzubauen. Sie haben dann im Nachhinein aber erst gemerkt, dass auf dem Bauernhof gar kein Wasser- und Stromanschluss ist. In dem Urteil steht dann, sie gaben den Plan auf. Für alle die unter euch, die das Ganze professioneller und auch erfolgreicher angehen wollen, habe ich zusammen mit GrowGuru eine Lösung entwickelt. Voller Stolz kann ich euch vorstellen 420 Farm. Hier habt ihr eine riesige Auswahl an Lampen, Growboxen, Klimatechnik, bis hin zu Basics wie Erden oder Dünger und vieles mehr. Auch für professionelle Anbieter haben wir eine riesige Produktpalette, also für Hersteller von Medizinalcannabis oder aus der CBD-Hanfbranche oder aus dem Urban Farming Bereich. Kurz gesagt, schaut vorbei, es lohnt sich für alle und wir schauen uns jetzt mal an, was Collier da so von sich gegeben hat. Collier hat das Ganze im Vorfeld schon angekündigt auf Instagram, hat eine Story gepostet, wo er ein Bild von einem Antrag auf ein Besuchsrecht einer anderen Person zu seinem Strafverfahren gezeigt hat. Da ging es wohl um ein Strafverfahren gegen Collier wegen Einfuhr einer nicht geringen Menge. Der Terminus nicht geringe Menge bedeutet im Endeffekt nur, dass es sich um eine Menge handelt, wo der reine Wirkstoff über 7,5 Gramm liegt. Also mit krassem Cali-Weed hat man schon mit 35 Gramm eine nicht geringe Menge. Und mit Durchschnittsgras, was sagen wir mal 10% Wirkstoff hat, sind wir schon bei 75 Gramm an der Grenze zur nicht geringen Menge. Also diese Story ist im Prinzip nichts aussagend. Im Endeffekt kann es also sein, dass es sich um 35 Gramm gehandelt hat. Es kann auch sein, dass es um eine Tonne ging. Wenn es um eine Tonne gegangen wäre, hätte Collier aber sicherlich andere Akten vorgelegt, wo irgendwelche Zahlen hervorgegangen wären. Collier hat auch noch eine zweite Story gepostet, wo er meinte, dass er die Akten von dem Dachboden seiner Mutter holen würde. Wie sollten wir mit unseren Reactions fertig sein? Die Originalstory habe ich nicht, ich habe aber meine Story-Antwort hier. Wenn ihr schon beim Thema sind, abonniert mich auf Instagram. So, ich poste jetzt nicht wie irgendwelche Influencer jeden Scheiß auf Instagram, aber man bekommt da schon ein bisschen mehr mit, was so bei mir abgeht. Weil das Originalvideo bzw. die beiden Originalvideos zusammengenommen ziemlich lange sind, habe ich euch das versucht auf die grundlegenden Argumente zu kürzen. Beim Schnitt ist mir aber aufgefallen, dass sie eigentlich nur drei wirkliche Argumente genannt haben. Der Rest des Videos handelt hauptsächlich von Geschichten aus der Karriere von André Miegel und Werner Frankfurt, die auch sehr interessant sind und auch das Ganze veranschaulichen. Die Argumentationsdichte lässt trotzdem ein bisschen zu wünschen übrig, kann ich schon mal vorwegnehmen. Argument 1, die angeklagten Taten sind nur ein Bruchteil der Taten, die begangen wurden oder bei Ermittlungen im Raum standen. Ja, ich glaube, Vorwürfe ist direkt das richtige Stichwort, was wir auch gerade schon lang und breit erklärt haben. Es ist natürlich gerade aus juristischer Sicht immer ein Riesenunterschied, was für Vorwürfe wurden mal im Rahmen von einem Ermittlungsverfahren gemacht, was wird letzten Endes angeklagt und was kommt letzten Endes dann auch beim Urteil
bei der ganzen Sache bei raus. Ne? Das Ermittlungsverfahren, das wird von der Staatsanwaltschaft betrieben, das wissen die meisten ja mittlerweile auch. Und im Rahmen der Ermittlungsverfahren, da wird natürlich ganz umfangreich geschaut. Innenraumüberwachung, Autos werden verwandt, Wohnungen, Telefonate werden abgehört, E-Mails, E-Mail-Verkehr wird abgefangen. Das sind natürlich ganz erhebliche Massen an Ermittlungen, die da betrieben werden, was dann letzten Endes dann quasi in so einen Trichter oben reinkommt und unten drunter kommt dann die Anklage raus. Ich meine, ja, das wirst du aber sicherlich auch wissen, was für Ermittlungen betrieben werden mal und vor allen Dingen auch, was letzten Endes angeklagt wird. Ne? Genau, richtig. Also die was die Ermittlungen betrifft, ne? Also bei mir, ich habe ja auch schon einige Ermittlungen ja mitgemacht gehabt und alles. Also wenn heute sich zwei Reporter dahin hinstellen würden und würden jetzt gucken, wegen was ich vor Gericht gestanden war und was alles gewesen wäre, ne? Da würde bei mir zum Beispiel jetzt nie dann auftauchen, Geiselnahme, fahrlässige Tötung. Das wurde alles ermittelt, das stand auch in den Akten alles drin. Aber was in den Ermittlungsakten drin steht, ist erstmal völlig uninteressant. Weil entscheidend ist immer, was in der Anklageschrift drin steht. Und wenn ich mich dann heute irgendwo bei Gericht, sage ich mal, kundig und ich kriege, sage ich mal, eine Auskunft, dann kriege ich eine Auskunft darüber, zu was ich verurteilt worden bin. Aber was mir irgendwann mal angeheftet worden ist, das taucht ja nie auf. Ja, mit dem, was die beiden hier beschreiben, haben sie vollkommen recht. Es ist gerade im BTM-Handel so, dass ja die Dunkelziffer extrem hoch ist, deutlich über 99%. Genaue Zahlen gibt es dann natürlich nicht zu. Es ist so, dass die Behörden natürlich nur einen kleinen Bruchteil dessen überhaupt erahnen können. Davon haben sie dann Hinweise zu wiederum nur einen Bruchteil. Davon wiederum können sie auch nur einen Teil anklagen, weil genug Beweise oder Indizien für eine Anklage reichen. Mit dem Trichter hat Miegel das schon ganz gut erklärt. Es sind eigentlich sogar mehrere Trichter. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel sprechen würde, über was ich alles, was bei mir alles ermittelt worden wäre oder mit was ich alles schon mit dem Gesetz konfrontiert worden bin, das würde ja nie auftauchen, wenn der einer ernsthaft recherchieren würde und alles. Und das ist ja der kleine Unterschied, was irgendwann die OK, also in solchen Fällen tut ja meistens die OK ja ermitteln, das ist immer was ganz anderes, was dann zum Schluss in der Anklageschrift. Die OK, die hat natürlich, sag ich mal, ein gutes Vorstellungsvermögen. Da sind lapale Aussagen irgendwo und die ziehen sich halt dann irgendwo was ganz anderes daraus. Also ich hab heute. Ja, das stimmt schon, die OK hat eine blühende Fantasie, das muss ich auch feststellen. Also ich würde mich strafbar machen, wenn ich mich jetzt dazu äußern würde, aber es gibt schon echt ja, sehr lustige Schlussfolgerungen aus Telefonaten, die bei der OK manchmal machen. Obwohl man das denen natürlich nicht übel nehmen kann, weil oft benutzen Leute ja auch Schlüsselwörter oder Codenamen und da steckt dann wirklich was dahinter. Aber wenn dann eigentlich wirklich das gemeint ist, was gesagt wird, dann kommt auch manchmal ganz lustige Schlussfolgerungen bei raus. Mein Fazit zu dem Argument, klar ist es so, dass es nicht heißen muss, dass jemand, wenn er nicht für etwas rechtskräftig verurteilt ist oder etwas nicht in der Anklage aufkommt, dass er es nicht gemacht hat. Es gibt viele Leute, die ja, schwer kriminell sind und eine saubere Akte haben. Das ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Bei Ridwan Taghi in den Niederlanden haben sie erst viele Jahre später gemerkt, dass er ja einer der größten Köpfe in Europa ist. Also wenn Taten in rechtskräftigen Urteilen oder Anklageschriften vorkommen, dann hat die Person sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch getan. Ist aber kein Beweis, dass jemand etwas nicht getan hat, wenn er dafür nicht verurteilt wurde. Also ist ja klar. So. Also es ist ein sehr gutes Argument, aber es widerlegt halt auch keinen einzigen Punkt vom Zeitartikel. Argument 2, Colli hätte nicht so lange in U-Haft gesessen, wenn bei den Ermittlungen nicht noch größere Mengen im Raum gestanden hätten, wie dann im Endeffekt bei der Verurteilung rauskam. Auch, ich habe heute auch Akten mitgebracht, ich habe sie dem Werner und dem André kurz gezeigt. Da ging es einfach darum, dass halt da Maßnahmen geschaltet wurden, also CKÜ, Innenraumüberwachung vom Fahrzeug und da waren einfach Gespräche, wo man einfach vorgeworfen hat und man sich deuten konnte, dass es da anscheinend um größere Mengen Betäubungsmittel gehen sollte. Und am Ende wurde auch reingeschrieben, dass es um die 864 Stück geht. Aber das konnte nie bewiesen werden, weil ich das natürlich niemals gemacht habe. Und am Ende konnte man auch da keinen verifizieren, wer sitzt eigentlich mit dem Auto, mit wem unterhält man sich. Und deswegen ist es halt auch einfach nie zur Anklage gekommen. Außerdem habe ich auch in dem Interview nie behauptet, dass ich dafür angeklagt werden würde. Es gab einen Tatvorwurf, es gab Ermittlungen, an denen konnten sich am Ende nicht erhärten. Deswegen im Zuge der Durchsuchung
so ist es ja auch gewesen, wurden dann kleine Betäubungsmittelmengen aufgefunden und letzten Endes wurden wir dann dafür verurteilt. Das war auch der einzige Grund, warum die Untersuchungshaft so lange fortgedauert hat, weil wenn das wirklich nur 40 Gramm Betäubungsmittel gewesen, dann wäre die Untersuchungshaft nicht eineinhalb Jahre gegangen. Also man muss das mal kurz sagen an der Stelle, ne? Also Untersuchungshaft, das kennen die meisten ja aus meinen Videos, so 6 Monate geht es meist immer im umfangreichen Verfahren. So, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter in den Süden gehen, ins Bundesland Bayern, da dauert die Untersuchungshaft immer ein Jahr. Ne, ich glaube, das wisst ihr. Entschuldigung, wenn ich mal kurz neihack. Das ist ja so, die Staatsanwaltschaft ist ja verpflichtet, innerhalb von 6 Monaten eine Anklage, die Anklageschrift ja rauszubringen. Also ich weiß, das letzte Mal, wo ich vor Gericht war, das war 2001. Oder André, liegt da richtig? Also keine Pflicht, es ist keine Pflicht, ne, aber man sagt, also nach 6 Monaten Untersuchungshaft wird das Ganze dem Oberlandesgericht vorgelegt. Und das Oberlandesgericht prüft dann, ob Verfahrensverzögerungen eingetreten sind, die hätten vermieden werden können. Genau. Ich sage mal ein Beispiel, ich habe mal teilweise Verfahren, da liegen die hatten bei der Polizei 4 Monate. Da sagt halt OLG immer, das geht nicht, die müssen die Leute rauslassen. Ist jemand in Haft, ist das ganze Verfahren beschleunigt zu betreiben. Ja, klar, aber es ist immer so dieses Zeitfenster 6 Monate, was man Pi mal Daumen immer sagt. Also bei mir war es ja damals so, ich war 2 Jahre ja in U-Haft, bis alles abgeschlossen war. Und das ist ja völlig abnormal. Also normalerweise ist man ja 6 Monate drin. Aber wenn man so lange in U-Haft drin ist, dann versucht man auf jeden Fall dann schon alles darzulegen, was die OK irgendwann mal niedergeschrieben hat. Aber wie gesagt, in manchen Fällen reimt die sich dann irgendwas zusammen und dann kommt es halt nicht zustande, weil es gar nicht stattgefunden hat. Ich war ja auch 1,5 Jahre in Untersuchungshaft ohne ein Urteil. Also ja. Ich bin nach 6 Monaten oder nach 10 Monaten dann immer wieder vorgeführt worden und wurde das immer wieder vertagt. Aber meistens ist ja so, dass du nach 6 oder 12 Monaten dann verurteilt bist und dann gehst du in Berufung und dann wartest du noch weiter in Untersuchungshaft und dann kriegst du dein Urteil. Meistens, bevor es dann auch wegtritt, ist, schieben sie dich schon weiter in Vollzug. In, ja. Und dann wird es da nur noch bestätigt und dann eben machst du ja auch im Vollzug deine nicht deine Berufung, sondern deine Revision von, ja. Machst du ja meistens dann auch im normalen Strafvollzug. Also Kolja stellt es jetzt hier so dar, dass er in Untersuchungshaft saß, dass es eigentlich schon eine größere Sache ging. Er dann im Endeffekt dafür aber nicht angeklagt werden konnte, weil eben nicht genug Beweise da gewesen wären und er ja nach 1,5 Jahren U-Haft dann entlassen worden wäre. Die Zeit hat er geschrieben, dass er rechtskräftig zu 1,5 Jahren Haft verurteilt wurde wegen diesem Marihuana-Wert von 1.975 Euro, 240 Gramm oder so. Das ist dieser Fall, den er hier meint. Es kann sein, dass er 1,5 Jahre in U-Haft saß und dann im Nachhinein für 1,5 Jahre verurteilt wurde, das verrechnet wurde und er rauskam und deswegen die Zeit schreibt, dass es ein rechtskräftiges Urteil war. Geht jetzt hier nicht hervor. Also im Endeffekt, es kann alles sein. Man weiß es nicht. Er bringt halt auch keine Belege dafür, dass es so ist. Es ist im Endeffekt, ja, es sind halt mehr Fragen wie Antworten, aber es ist auch nichts, was jetzt nicht sein könnte. Argument 3, obwohl ich gerade merke, dass es eigentlich auch Argument 1 ist. Journalisten können in der Regel nur auf Anklageschriften und rechtskräftige Urteile zugreifen und nicht auf Erkenntnisse von Ermittlungsverfahren. Also was man vielleicht tatsächlich auch mal sagen muss, ist, ich bitte auch an die Community, ne, an die Zuschauer, stellt euch das bitte nicht so leicht vor, dass man jetzt das Telefon nehmen kann und dann anruft bei der Staatsanwaltschaft und sagt, hör mal, Werner Frankfurt, Kolja Goldstein, was für Verfahren lief mal irgendwann bei dem? Ach jo, wir gucken mal kurz nach. So ist es nicht. Also was man bekommt, ist immer eine Pressestelle vom Gericht. Ja, Verfahren sind ja öffentlich, ne? So ist es mit Strafverfahren normal. Und deswegen hat natürlich auch die Öffentlichkeit Interesse daran. Aber das gilt für gerichtliche Verfahren, für eine Anklageschrift. Sowas bekommt man damit. Aber selbstverständlich, und das darf auch gar nicht sein, kann eine Staatsanwaltschaft einfach so, sie darf es nicht, ob sie es machen, undercover weiß man nie, aber sie darf es natürlich nicht einfach auf Zuruf jemanden Akten geben, die letztendlich niemals vor Gericht gelandet sind. Es geht einfach, dafür sind es Ermittlungsverfahren. Und die Staatsanwaltschaft ist die Herrin des Ermittlungsverfahrens. Das wird natürlich verborgen geführt. Das ist ja auch eine so eine Sache. Ne? Wenn ich jetzt anrufe und sage, hör mal, da war mal irgendwo eine Schießerei gewesen oder da war mal eine Geiselnahme, irgendein fettes Verfahren. Ist da mal irgendein bekannter Rapper als Beispiel oder irgendjemand mal drin aufgeführt worden? Das sind laufende Ermittlungen. Darüber gehen die natürlich. Das geht ja gar nicht. Da wird keine Auskunft geben. Das Problem ist ja auch, dass die da einfach anrufen. Und ich habe ja auch nie gesagt, dass ich für den Fall verurteilt worden bin, sondern ich habe ja ganz normal in diesem Interview auch gesagt, dass ich dafür eine kurze Zeit zubringen musste in einem dänischen Gefängnis und danach ja auch wieder raus. Ich war nicht weiter verfolgt in diesem Verfahren, weil sich der Verdacht auch nicht erhärtet hat. Einfach, und dann hat man mich wieder gehen lassen. Warum soll ich dann, da ist wieder das Gleiche, da gibt es ein Urteil, wo ich nicht drinstehe. Ermittlungsakten sind wieder was anderes, ja, da gibt es genau. Schon Papiere dann. Ja, eben. Akteneinsichtsrecht in Ermittlungen hat ein Verteidiger möglicherweise, natürlich auch die Staatsanwaltschaft letzten Endes, aber...
Das Argument, muss ich aber sagen, ist etwas irreführend. Es stimmt zwar, dass ein Journalist jetzt nicht auf Ermittlungsakten zugreifen kann, was auch totaler Quatsch wäre, weil in unserem Rechtsstaat ist es nun mal so, dass man bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung unschuldig ist. Es ist aber so, dass man als Journalist safe, wenn es auch nicht offiziell ist, also wenn es auch nur so in einem Gespräch ist, wird die Staatsanwaltschaft sicher da Aussagen zutreffen oder Ermittlungsbehörden. Und bei Straftaten, wo nach Abwägung der Staatsanwaltschaft ein öffentliches Interesse besteht, werden auch Informationen aus Ermittlungsverfahren weitergegeben. Die Staatsanwaltschaft kann das öffentliche Interesse zu dem Fall damit begründen, dass die Straftat besonders schwer war, zum Beispiel bei einem Mord oder so. Wenn da eine Fahndung noch am Laufen ist, können sogar, wenn bestimmte Hürden überschritten sind, auch Fotos des Täters veröffentlicht werden. Oder sie begründen den Fall halt, wie in meinem Fall, damit, dass es sich um einen Fall einer Person, die in der Öffentlichkeit steht, handelt, obwohl ich damals eigentlich noch nicht in der Öffentlichkeit stehen wollte. Also in meinem Fall hat die Staatsanwaltschaft einige Informationen an die Medien weitergegeben, an die Bild-Zeitung, den Vorname und ersten Buchstaben vom Nachnamen, mein Wohnort, was angeblich alles bei mir gefunden wurde, dass ich zu dem Zeitpunkt in Gießen Jura studiert habe, wo mein Unternehmen sich befunden hat, was ich mit meinem Unternehmen für Geschäftstätigkeiten vorher betrieben habe. Es wurden Fotos von einer Plantage, die angeblich in meinen Räumen gefunden wurde, veröffentlicht. Einiges so. Also Staatsanwaltschaften geben auch in Ermittlungsverfahren Informationen weiter. Ja, schlussfolgernd, die zwei, drei Argumente, die Sie hier genannt haben, sind nicht von der Hand zu weisen. Die haben ihre Berechtigung. Allerdings hat Kolja im Vorfeld das so kommuniziert, dass er hier die Bombe platzen lassen würde und den Zeitartikel widerlegen würde. Es ist allerdings kein einziger Punkt widerlegt worden. Es wurden keine Fakten vorgelegt. Es wurden nur allgemeine Prinzipien erklärt. Es ist eher ein Erklärungsversuch und hier wird nichts widerlegt. Im weiteren Video gehen sie auch noch auf andere Punkte ein. Die habe ich dann aber nicht mal als Argumente gewertet, weil dass keine Argumente sind, warum der Zeitartikel falsch sein sollte, sondern eigentlich eher Erklärungen und Rechtfertigungen. So. Schon gehen wir aber trotzdem drauf ein. Und das ist ja eigentlich das Makabre. Es geht ja hier gar nicht darum, hier zu beweisen, dass der Kolja kriminell ist oder wie kriminell er ist. Oder, darum geht es ja hier gar nicht in diesem Video. Es geht hier einfach nur, in diesem Video geht es einfach nur darum, da sind zwei Reporter, die haben da, sag ich mal, was recherchiert und haben ihn zu einem Interview aufgefordert und er hat sich halt geweigert und aufgrund dessen haben die dann was veröffentlicht und haben dann, sag ich mal, ihn halt, sag ich mal, als Lügner hingestellt, weil sie halt irgendwelche Aussagen mal von ihm aufgegriffen haben in irgendwelchen Interviews. Das kann jedem da draußen genauso passieren. Also die grundlegende Skepsis gegenüber Medien und dass Kolja bei dem Interview sich nicht zur Verfügung gestellt hat, kann ich absolut verstehen. Medien schneiden sich, was sie wollen daraus, also bei manchen Medien mehr, bei manchen weniger. Aber viele Medien haben vorher schon ein Ergebnis feststehen und das wird sich dann halt zurechtgeschnitten. Es kommt aber hier so ein bisschen rüber, als ob die Zeitjournalisten das Ganze so aus dem Trotz heraus gemacht hätten, weil sie von Kolja eine Abfuhr bekommen hätten. Aber es ist normal, wenn Journalisten über eine öffentliche Person einen Artikel schreiben und sie Rechercheergebnisse haben, dass du nochmal die Möglichkeit hast, bestimmte Vorwürfe oder Rechercheergebnisse zu entkräften, bevor sie veröffentlicht werden. Über meinen Anwalt wurde ich auch schon von Medien angefragt, ob ich mich zu Rechercheergebnissen äußern will. Die Recherchen laufen aktuell noch. Bitte, bitte macht auch eine Zeitrecherche bei mir. So, das wäre sehr schön, wenn ihr... Ich sage auch gerne dazu, dass ich ein Bluff bin. So, ich habe nie was gemacht. Und bitte schickt den Artikel meiner Staatsanwältin. Danke. Wo ich wiederum aber auch Werner recht geben muss, ist, dass der Zeitartikel, wie er geschrieben wurde, ist schon eigentlich fast ein Diss-Track. Also es geht teilweise wirklich über die Sachlichkeit hinaus und tut Kolja schon wie einen Idioten dastehen lassen. Also da wird Kolja beispielsweise als Laberkopf bezeichnet und das muss nicht sein, aber auf der anderen Seite, er ist ein Rapper, also er kann sich auch eigentlich nicht beschweren, sodass halt auch mal Kontra kommt, auch wenn es von Journalisten ist. Kann ich da was dazu sagen? Ich habe in Bosnien bei jemandem angerufen, den ich sehr gut kenne, und habe zu ihm gesagt, pass auf, haben wir die Möglichkeit, der ist, sage ich mal, auch ganz gut vernetzt, haben wir die Möglichkeit rauszufinden, wer im Knast da schon mal gesessen war. Da sagt er zu mir, bist du verrückt? Da gibt es Leute,
die sollten eigentlich drin sein, die sind aber gar nicht drin, außer irgendwo am Strand. Ne? Also jegliche Aussage, die kannst du nicht auf die Waage nehmen, was da dieses Gefängnis auf jeden Fall oder die Anstalt da weitergibt. Aber gut, wie gesagt, wie es der Ding, der André ja schon sagt, man kann ja nicht einfach anrufen, wenn heute einer, wenn wir beide heute in Haft nahe gehen, kann ja nicht einfach nur irgendeiner Presse anrufen und sagen, ist der Kolja und der Werner sind im Knast. Die JV gibt auch keine Auskunft darüber. Das ist ja auch bestätigt, oder hast du ja schon bestätigt, André? Ja, im Gefängnis gibt keine Auskunft über Insassen oder ehemalige Insassen. In Bosnien kann es aber schon sein, dass die Journalisten da irgendwie an Informationen gekommen sind. Dass die Zeitjournalisten hier wirklich lügen, glaube ich nicht. Es kann aber natürlich sein, dass die Auskunft, die sie bekommen haben, auch falsch ist. So. Wenn er meint, dass er hier mit einem Kollegen aus Bosnien gesprochen hat, der sagt, dass die Aussagekräftigkeit von den Justizvollzugsbeamten da nicht sonderlich hoch ist. Ja, im Prinzip bestätigt er es hier selbst so. Also es kann sein, dass er da saß, kann sein, dass er da nicht saß. Das wird wohl nur er selbst wissen. Ich wiederum habe von Leuten aus Bosnien geschrieben bekommen, dass da wohl Einzelheiten von Kolja genannt wurden, die gar nicht zutreffen können. Also dass sie der Meinung sind, dass er auf jeden Fall nicht dort saß. Aber wie gesagt, es kann sein, es kann nicht sein. Im Endeffekt, scheiß drauf, ist egal. So. Was ich zu dem Vorwurf natürlich da mit diesen 4 Millionen, ne? Also stellt euch das vor, wenn irgendwo, sag ich mal, eingerückt sind, da kam gleich ein großer Sattelschlepper, der stand da schon vom Haus, wo die Tür aufgesprengt haben. Und auf den Sattelschlepper wurde damals ein Rolls-Royce, ein SL, eine S-Klasse, eine Corvette und ich glaube ein Cherokee. Damals Harley auch oder was? Harley noch nicht. Also wie gesagt, da wurden mal 5 Autos da oben aufgefahren und alles. Ne? Also allein die Autos, sag ich mal, die hatten irgendwo, sag ich mal, Wert, sag ich mal, 800.000, 900.000. Gut, dann wird noch ein bisschen Geld gefunden. Ne? Und da werden Uhren beschlagnahmt und alles. Und da kommen natürlich dann schon, sag ich mal, auch 2-3 Millionen dann zusammen und alles. Aber Fakt war ja eins. Ich hatte ja damals den gesagt, macht euch gar nicht die Mühe und ladet die Autos oben auf. Die Autos gehören gar nicht mir. Dann haben die gelacht gehabt. Die haben dann gesagt, ja, wir haben doch ein Jahr ermittelt, du bist doch permanent damit rumgefahren. Haben gesagt, natürlich bin ich rumgefahren, die Autos sind aber geleast. Ja. Dann haben die gesagt, ich glaub, das glaubst du doch selber nicht. Also 24 Stunden später war die Leasing dort mit dem Rechtsanwalt, hat so einen Rabauz gemacht, der ganze Fuhrpark ging wieder raus. Also was sie beschlagnahmt haben, komplett. Und das ist normal in der organisierten Kriminalität, dass Besitztümer aufgeteilt werden, dass jemand, der, ja, wie soll ich sagen, aktiv gerade ist, halt keine Besitztümer hat oder nur wenige und seine Besitztümer irgendwie auf die Familie überschreibt oder auf Partner oder Freunde oder ins Ausland oder so weiter. Und da, wie soll ich sagen, werden dann Autos zum Beispiel geleast und der eine besitzt die Firma, der andere besitzt die Firma und im Endeffekt können da die Behörden nicht wirklich durchgreifen, weil die Besitzverhältnisse halt oft schlau geregelt werden. Ja, nee, ist ja auch klar. Und was vielleicht auch nochmal kurz zur Sprache kommen sollte, ist, glaube ich, das kam ja auch darin vor, ist einmal diese Zusammenarbeit mit den Ermittlungs- oder Polizei, quasi dein Aussageverhalten vor Gericht. Ja. Also was völlig legitim, das wissen auch alle, die allermeisten, ich verteidige nicht auf Basis des Paragraphen 31 BTMG, auch nicht 46b, also meine Mandanten, die belasten keine anderen. Das ist einfach, ich halte das auch für rechtsstaatlich, halte ich das für die schlimmste Vorschrift. Es gab eine Einlassung von mir, die als Geständnis gewertet wurde. Genau. Das war der O-Town. Gut, aber da kann ich ja auch was dazu sagen, was so eine Einlassung betrifft. Ne? Und meine Ex-Freundin war ja im Gefängnis. Aha. Und dann gab es die Möglichkeit, ich sage, dass es von mir ist, oder ich sage es nicht, dann bleibt sie weiter sitzen. Da habe ich gesagt, was habt ihr gefunden? Da sagt er das und das. Dann habe ich gesagt, dazu, machen wir den Sack gleich zu, das ist von mir. Dann ist sie ja nach 3 Monaten wieder rausgekommen. Genau, aber Kolja, genau dasselbe würde ich ja auch machen. Wenn ich eine Einlassung mache, solange ich mich doch alleine belaste und keinen anderen da draußen belaste, dann verstoße ich gegen keinerlei Kodex da draußen. Ja. Da kann mir keiner was vorwerfen. Ich kann mich belasten, so viel ich will da draußen. Und alles. Und das ist ja auch nicht schlimm, selber eine Einlassung zu machen.
Scheiße wäre es halt, wenn natürlich jemand hergeht und natürlich den anderen belastet, ja, das um sag ich mal, seine Scheiße von den Händen dann wegzukriegen. Aber da braucht man gar nicht drüber zu reden. Aber eine Einlassung, da war Reaktionsvideo, da sagte einer, und er hat ja sogar gestanden. Ja, und wenn er doch gestanden hat, dann hat er gestanken. Und meistens kannst du ja auch raus, also, was dazu ist, wenn du, jetzt räumst du den Tatvorwurf ein, den wir hier haben, machen wir einen Deal. Das ist ja immer in der Wartezelle in München. Er bringt dich dann einmal, führt dich vor, dann liest er einmal die Anklageschrift vor und dann schaut der Richter den Rechtsanwalt und sagt, wir machen ein verbindliches Rechtsgespräch, wir gehen nach hinten, du wirst rübergeführt und dann kommt dein Anwalt nach 20 Minuten, dann deine Anwälte und sagen dann zu, der Tatvorwurf so und so, das wird sowieso rausgestrichen und dann kriegen sie zwischen 1,3 und 1,9 auf Bewährung, dann können sie heute nach Hause gehen. Wenn du dann 1,5 Jahre U-Haft gemacht hast, dann räumst du das natürlich ein. Aber, das will ich auch nochmal ganz deutlich sagen, wenn in irgendeiner Ermittlungsakte oder in irgendeinem Urteil aufgetaucht wäre, dass ich über irgendjemanden etwas ausgesagt hätte, dann würde die ganze Geschichte ganz anders aussehen. Ich glaube, da meint der Werner mich mit. Ich habe da gesagt, hier, er hat ein Geständnis gemacht, beziehungsweise zweifach sogar, also in beiden Verfahren. Ich habe aber nie gesagt, dass die Kooperation mit Ermittlungsbehörden oder der Justiz immer etwas Schlechtes ist. Also wenn man niemand anderes belastet, sondern nur sich selbst, dann kann das natürlich jeder machen. Was, glaube ich, auch ziemlich deutlich wird hier in dem Gesprächsteil, ist die Hierarchie zwischen Kolja und Werner. Kann sich jeder selbst sein Bild zu machen. Ich habe dir ja heute Akten gezeigt, oder euch. Dann bist du auch dazu verpflichtet, dass du sagst, ich mache irgendwas Journalistisches. Dann lege ich die Akten halt rein. Dann mache ich das schwarz auf weiß. Ich habe ja offizielle Auskünfte. Wenn ich das auch nicht mache, dann... Die dürfen es auch gar nicht. Also, das geht nicht. Natürlich, also das weiß man ja auch. Die Presse, die gibt, oder Journalisten geben natürlich ihre Quellen nicht preis. Und darauf kann man in den meisten Fällen ja auch vertrauen. Aber du darfst auch... Ist auch viel Rapper passiert, vielleicht kann man das auch mal ansprechen. Ne? Wenn ich irgendwas veröffentliche, Aktenbestandteile, die nicht Gegenstand der Hauptverhandlung sind, eine Anklage, bevor sie verlesen wird oder so, ist eine Straftat. Ne? Also auch ein anderer Rapper hatte für letztes Mal auch sogar ein Urteil kassiert, eine Geldstrafe dafür. Das dürfen die überhaupt nicht. Das darfst du nicht. Wenn es etwas in einer öffentlichen Hauptverhandlung gesprochen wird, wie eine Anklageschrift verlesen, danach kann es veröffentlicht werden. Alles easy, ist kein Problem. Aber natürlich dürfen die nicht aus irgendeinem Archiv jetzt eine Akte rausziehen, hier, das sind die TKÜs über Kolja Goldstein. Das dürfen die gar nicht. Da möchte ich auch noch mal was dazu sagen. Und zwar im Vorfeld wollte ich mir meine Akten besorgen. Da habe ich ja getwittert, dass ich die Akten von dem Dachboden meiner Mutter geholt hätte. Mhm. Das war natürlich bildlich gesprochen. Und zwar habe ich hätte ja zwei Rechtsanwälte, die mich verteidigt haben in dem Verfahren. Habe ich die Rechtsanwälte angerufen. Die haben zu mir gesagt, ich habe zwei Verfahren schnell nacheinander gehabt. Und die haben zu mir auch gesagt, die Akten, also wenn da keine offene Bewährung mehr ist, die kriegst du wahrscheinlich gar nicht mehr, die gibt es gar nicht mehr, die werden vernichtet. Also an die Ermittlungsakten kann er auch gar nicht rankommen, weil das ist schon schwierig gefallen, dass ich die wieder bekommen habe. Weil in dem Verfahren halt noch, ja, aber das ist ja lächerlich. Das ist also, ja, total. Du brauchst ein berechtigtes Interesse, das musst du darlegen. Ne? Das musst du einfach darlegen. Ein berechtigtes Interesse wäre vielleicht ein mögliches Wiederaufnahmeverfahren als Beispiel jetzt da. Oder dann du nochmal dich erkundigen wirst über deine Bewährungsauflage. Ja, natürlich. Dann kannst du die Sachen auch haben. Ja, natürlich. Aber halt nicht einfach so, das funktioniert. Keine Ahnung, was die uns damit jetzt sagen wollen. Kolja sagt einmal, er hat seinen Anwalt gefragt, er könnte die Akten nicht bekommen. Dann hat er erzählt, er hätte die bekommen, hätte die ihm gezeigt, was ich auch nicht glaube, weil allein wenn man auf die Mimik und Gestik von André Miegel schaut, jedes Mal, wenn Kolja davon erzählt, dass er die Akten gezeigt hat, schaut André Miegel immer nach unten. Also ich habe dir ja heute Akten gezeigt, oder euch? Ich habe heute auch Akten mitgebracht, ich habe dir den Werner und dem André kurz gezeigt, da ging es einfach darum, dass halt da Maßnahmen geschaltet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da entweder keine Akten gezeigt wurden oder die Akten nicht dementsprechend, was man vorzeigen könnte. Draußen liegen anscheinend sehr viel Wert, Leute da drauf, sag ich mal, wenn er auf den Künstler guckt und sag ich mal, auch die Musik von ihm hört und alles. Mittlerweile sind wir auf dem Standard. Wie kriminell ist er? Von wo kommt er her? Also ich kann euch eins sagen, ich habe einen Kolja letztes Jahr kennengelernt gehabt und alles. Und ich glaube, das ist ja jetzt auch schon ein Jahr, wir kennen uns jetzt auch schon über ein Jahr. Ich habe einen Kolja noch nie gefragt, mit was er sein Geld verdient hat. Ich habe einen Kolja auch noch nicht gefragt in der Vergangenheit, was er für krumme Dinge gemacht hat und alles. Jeden anderen, wo ich kennenlernen würde, würde ich das auch nicht machen und alles. Ich selber finde ich Kolja gut, wir verstehen uns gut, wir respektieren uns gegenseitig und alles. Seine Musik finde ich einfach gut und das ist ja eigentlich das Entscheidende. Er ist ja eigentlich ein Musiker, er ist ein Rapper. Und wenn doch jedem da draußen die Musik gefällt, dann what the fuck, was interessiert, was doch im Hintergrund ist. Denkt euch euren Teil dabei, aber geht doch nicht her und macht doch solche Fässer auf.
Ja, an sich hat Werner hier recht. Ich habe das ja auch schon öfters thematisiert, dass ich das nicht feiere, dass Kriminalität mittlerweile in unserer Gesellschaft schon was ist, wo hinaufgeschaut wird. Natürlich geht es in erster Linie auch um die Musik. Ich feiere auch Kolias Musik. Er ist ein krasser Künstler. Er ist einer der wenigen Deutschrapper, die ich auch ab und an mal höre. Aber es ist halt so, dass er nicht nur in seiner Musik sich mit Taten brüstet, die er nicht getan hat, sondern er setzt sich offensiv in Interviews rein und erzählt halt, das und das habe ich gemacht, obwohl er es eben nicht gemacht hat. Und das ist halt ein ganz anderer Punkt. Das Problem ist auch, ich bin ja mittlerweile auch, ich habe also Firmen, ja, also sowieso, und ich habe natürlich auch mit der Musik eine Firma und ich bin in Kooperation oder ich bin unter Vertrag bei einem großen Label. Und jetzt stell dir vor, ich bin in den Vertragsverhandlungen und dann muss ich irgendwelche Akten rausbringen, wo steht rechtskräftig verurteilt für das und Ermittlungsakten das. Dann sagen die auch dazu, da stehen irgendwelche Sachen drin, damit können wir uns nicht identifizieren, haben wir keinen Bock drauf. Verstehst du, ja. Ich meine? Und das musst du auch so, ich habe also nicht nur enge Freunde, die mir davon strikt abraten, irgendwelche Sachen zu veröffentlichen, sondern ich habe auch Geschäftspartner, die einfach sagen, das ist nicht fruchtbar für unser Geschäft, mach sowas nicht. Der Werner hat mir auch von Anfang an gesagt, das sollen wir uns hier reinsetzen mit irgendwelchen Akten und dann schwarz, aber machen wir uns lächerlich. Definitiv. Die Jungs haben das paar Auszüge gesehen. Also er will uns ernsthaft erzählen, dass das nicht gut für sein Geschäft wäre, wenn er jetzt beweisen würde, dass er ein Gangster ist, obwohl er genau das ja die ganze Zeit darstellt und erzählt. So, was natürlich noch so ein Thema da draußen war, als wir ja angekündigt haben, dass wir uns ja hier in Monaco ja treffen und alles, kamen ja viele, da waren ja auch Kommentare, auch auf Instagram und alles, die 81er müssen jetzt Kolja aus dem Kreuzfeuer rausholen und die müssen das jetzt grad biegen und alles. Also Leute, ich kann euch definitiv eins sagen, der Kolja und ich, das sind bestimmte Freunde, weil wir bei den 81er, also weil ich jetzt einfach mal in dem Club drin bin. Das nächste, was ja wiederum ist, sein Manager ist ja auch im Club drin. Da wurde ja schon öfters gesagt, dass er ja, sag ich mal, auch dadurch unseren Schutz ja genießt und er sich darauf ausruht und alles. Also ich glaube, den Gecko, dein Manager, ich glaube, den kennst du, ist schon dein Freund, glaube ich, schon seit fast 15 Jahren. Ja, genau. Seit fast 15 Jahren. Also, den kenne ich mein halbes Leben, ich habe alles mit dem durch, Das hast du ja gesagt. Also das ist ja nicht so, dass da ein Manager jetzt gesucht worden ist, wo jetzt im Club da drin ist oder so. Da ist eine lange Freundschaft hängt da hinten dran und aufgrund dessen ist natürlich dieses Management entstanden. Solange der Kolja korrekt bleibt, und das wird er ganz bestimmt bleiben, werde ich sein Freund sein und sollte er irgendwann mal Probleme haben, dann werde ich ihm natürlich helfen, aber das hat nichts mit Club zu tun oder irgendwas, das wird man für einen anderen Freund genauso machen, oder? Richtig. Ja gut, die 81er sind in erster Linie eine Bruderschaft. Die Linien zwischen Geschäft, Freundschaft und so weiter verlaufen immer fließend. Das ist natürlich Fakt, dass wenn Verträge zwischen ihnen bestehen und er sich in der Öffentlichkeit mit ihnen zeigt, dass das ein Signal nach außen bringt, was Kolja auf jeden Fall nützlich ist. Die YouTube-Kanäle leben ja davon, von Skandalen und alles. Und dann springen natürlich, nochmal, es ist doch alles legitim, es soll doch jeder Reaktionsvideos machen und alles. Aber wenn ich von irgendwas keine Ahnung habe, dann tue ich mich doch erstmal informieren und dann kann ich doch meine Reaktion darauf machen und alles. Also jeder, wo sich da draußen, sag ich mal, informiert hätte über die Tatsachen, was ihm vorgeworfen wären und alles, ne? Also der hätte vielleicht auch ganz anders berichtet. Wobei ich jetzt sagen muss, da waren natürlich auch ein, zwei YouTuber auch mit dabei, die haben das ganz objektiv. Ich habe es mir ehrlich gesagt nichts davon angeschaut. Kolja, ich bitte dich. Also, das glaubt dir kein Mensch, dass du dir kein Reaction-Video angeschaut hast. Ich wette sowohl meinen linken als auch meinen rechten Hoden darauf, dass du meine Reaction-Videos mindestens 5-mal angeschaut hast und dabei deine Fingernägel zerkaut hast, weil du danach 2 Wochen die Gedanken gemacht hast, wie komme ich aus dieser Scheiße wieder raus. Kolja, ich weiß ganz genau, dass du seit Tag 1 Fanboy bist. Du hast die Weißdoku gesehen, hast dir gedacht, okay, krass, das kann man auch machen ohne den Aufklärungsgedanke, aber einfach um einen Hype draus zu kreieren. ZDF war auch noch abgefuckt, dass Weiß so eine krasse Doku gemacht hat und das nicht vom öffentlichen Rundfunk kam und dann hat sich eins und eins ergeben so und 9 Monate später, also die Zeit, die so eine Produktion ungefähr braucht von der Planung bis zur Umsetzung, kam dann die Doku raus und die hat dir erst einen richtigen Hype gegeben.
Also bitte, bitte erzähl mir so einen Scheiß, wie du guckst dir die Reactions sich an. So, aber da waren natürlich andere, die natürlich feuerfrei, und da war die Überschrift schon Betrüger, Hochstapler, ja. Und also Leute, seid mal nicht böse, aber wie gesagt, das ist halt die Welt, in der wir halt drin leben halt, ne? Benner hat hier eigentlich eine ganz gute, ausgeglichene Meinung, finde ich. Das stimmt, da gab es einige YouTuber, die, ja, wie soll ich sagen, die immer dem Strom nachschwimmen, dann sagen, das ist ein Blender, dann ist es wieder kein Blender, weil er irgendeine Story macht, die gar keine Aussagekraft hat, ist er wieder der Krasseste und tut die Zeitreporter einschüchtern. Ich denke mal, er hat mich auch damit gemeint, mit der ja, relativ sachlichen und neutralen Reaction, die ich gemacht habe. Und ich glaube, Sufjan hat da auch gemeint, der hat das Ganze auch ziemlich sachlich gemacht, dass er generell eigentlich immer ziemlich sachlich geht das Ganze auch an. Also der hat so den perfekten Grind zwischen Entertainment und Sachlichkeit, feiere ich sehr. Ich schaue öfter seine Videos. Gruß geht raus.